Deutschlandweit sind momentan rund 13.000 Lehrerinnen und Lehrer, nicht mal 1,5% in Quarantäne. Nicht mal 1,5%. Und ich glaube, dass die Hygienemaßnahmen, die wir abgestimmt haben, bundesweit zwischen den Ländern, durchaus greifen. Man muss es im Blick behalten, aber meine herzliche Bitte ist, die einfache Lösung zu sagen, erstens, wir machen Wechselsystem oder wir schließen gar Schulen, ist die falsche Entscheidung, weil es angesichts der Infektionszahlen nicht unser zentrales Problem ist und damit es nicht gelingt, Corona weiter einzudämmen, was wir müssen, sondern dass Eltern, Lehrer, Schüler, Schülerinnen und Schüler massiv verunsichert. Und ich finde es auch schade, sage ich in aller Offenheit, dass immer, wenn man darüber spricht, was man als nächstes macht, immer von den Schulen gesprochen wird und das in die Schulen und auch in die Elternschaft hinein eine große Unruhe hervorruft. Und deshalb, die Zahlen sagen deutlich, wir müssen schützen, wir müssen natürlich die Infektionszahlen zurückdrängen, aber die Schulen und die Kitas sind nicht diejenigen, von denen es ausgeht. Das belegen die Zahlen deutschlandweit. Und meine herzliche Bitte ist, dieses nicht aus dem Blick zu verlieren. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.